Ein bei Eltern sehr beliebter Heizstrahler für Babys stammt von Rea. Der Feelwell Wickeltischstrahler kommt in zwei Versionen daher und bietet euch die Wahl. Die günstige Variante könnt ihr mittels der abnehmbaren Wandhalterung einfach an der Wand oberhalb eures Wickeltisches festschrauben. Der teurere Feelwell 2-in-1 wird zusätzlich mit einem mobilen sowie höhenverstellbaren Standfuß geliefert und ermöglicht euch, den Wärmestrahler stets dort aufzustellen, wo ihr ihn benötigt. Außerdem könnt ihr einzelne Sprossen des Fußteils entfernen, um den Wärmestrahler ganz nah am Wickeltisch oder an einer Wand zu positionieren. Von dem optionalen Standfuß abgesehen, sind die beiden Modelle der deutschen Traditionsmarke Rea baugleich. Sie zeichnen sich durch zwei Betriebsstufen aus, wobei Stufe 1 bei 400 Watt heizt und Stufe 2 bei 800 Watt. Das Gerät verfügt über eine automatische Abschaltfunktion, die ihr manuell über einen Kippschalter aktivieren könnt. Nach 10 Minuten schaltet sich das Gerät dann automatisch ab und ihr spart Strom. Der Heizkopf lässt sich um bis zu 50 Grad neigen, damit euer Baby stets die volle Wirkung des Heizstrahlers spüren kann. Für eine besonders große Sicherheit sorgt die Kippabschaltung des Geräts. So erkennt der Feelwell ein versehentliches Umkippen sofort und schaltet sich automatisch ab. Von dem Rea Wickeltischstrahler sind viele Eltern begeistert. Er erfüllt die Erwartungen an einen Heizstrahler für Babys in der kalten Jahreszeit zuverlässig, wird sofort warm und lässt sich einfach montieren. Eltern, die sich für das Modell mit Ständer entschieden haben, loben die hohe Stabilität. Auch die einzeln abnehmbaren Sprossen des Standfußes bekommen in den Rezensionen im Netz viel Lob. Endfassung der Bewertungen bei Amazon. Befindet sich euer Wickelplatz in einem kalten Zimmer, darf die Wärmelampe auch etwas mehr Power haben, damit euer Baby es beim Wickeln angenehm warm hat. Hier bietet sich der Heizstrahler von Branson an, der mit bis zu 1800 Watt einer der stärksten Heizstrahler im Vergleich ist. Zum Wickeln benötigt ihr es wahrscheinlich nicht so warm, sodass ihr das Gerät dank drei Wärmestufen, 600 Watt, 1200 Watt und Amp 1800 Watt, so einstellen könnt, wie es für euch und euer Baby gerade angenehm ist. Mit der kompakten Fernbedienung geht das einfach und schnell. Abends auf der Terrasse oder dem Balkon kann die stärkste Heizstufe aber durchaus praktisch sein. Im Gegensatz zum Feelwell von Rea habt ihr beim Branson Wickeltischheizstrahler keine Wahl, das Gerät kommt sowohl mit Wandhalterung als auch mit Standfuß daher, was es zum teuersten Heizstrahler für Babys im Vergleich macht. Der extra schwere Rundfuß sorgt für einen sicheren Stand und macht das Gerät überaus flexibel einsetzbar, ohne dabei viel Platz einzunehmen. Hohe Sicherheit garantieren auch das GS-Siegel sowie ein Überhitzungsschutz und eine Notausfunktion, sollte der Strahler während der Benutzung umkippen. Das sagen Eltern, der Branson Wickeltischheizstrahler hält, was er verspricht. Bereits auf den ersten beiden Wärmestufen sorgt er für die meisten Eltern für genügend Hitze, die sofort spürbar ist. Sowohl Ständer als auch Wandhalterung machen einen guten Eindruck und auch die Notabschaltung funktioniert im Zweifel tadellos. Für einige Eltern dürfte der Neigungswinkel des Heizkopfes noch etwas höher ausfallen. Auch haben einige Geräte bei den ersten Heizgängen einen unangenehmen Kunststoffgeruch abgegeben. Ein einfacher und schlichter Heizstrahler für die Wickelkommode stammt von TriStar. Der Kurzheizstrahler des niederländischen Haushaltswarenherstellers eignet sich ausschließlich für die Wandmontage. Er verfügt über zwei Heizstufen bei bis zu 1200 Watt und lässt sich dank Spritzwasserschutz gemäß IP24 auch sicher im Badezimmer verwenden. Über ein Zugband könnt ihr den Heizstrahler bequem ein- und ausschalten, während der Wechsel zwischen den beiden Heizmodi ausschließlich über einen Knopf am Gerät erfolgt. Eine automatische Abschaltfunktion ist zwar nicht an Bord, die Wärmelampe von TriStar ist dafür aber auch die günstigste im Test. Das sagen Eltern, der TriStar Quarzheizstrahler kommt aufgrund seines guten Preis-Leistungs-Verhältnisses auf überwiegend positive Rezensionen im Netz. Er heizt schnell und zuverlässig und ist gut verarbeitet. Allerdings sind nicht alle Eltern voll des Lobes. So ist die Wandmontage etwas umständlich, da die Bohrlöcher sehr genau gesetzt werden müssen. Auch von der Verwendung der mitgelieferten Schrauben und Dübel raten einige Eltern ab. Außerdem ist das Netzkabel ziemlich kurz. Ihr seid auf der Suche nach einem Heizstrahler, den ihr nicht nur am Wickelplatz,
sondern überall, wo ihr schnell und einfach angenehme Wärme benötigt, einsetzen könnt? Dann könnte der Heizstrahler von Kesser eine gute Wahl sein. Der sieht mit seiner schwarzen Edelstahlfront schick aus und lässt sich dank seines runden Standfußes mit höhenverstellbarer Teleskopstange flexibel im ganzen Haus einsetzen. Doch egal, ob ihr ihn als Standheizstrahler verwendet oder ihn mit der beiliegenden Wandhalterung an die Wand bohrt, sein großer Kopf lässt sich stufenlos um bis zu 45 Grad neigen, sodass die Wärme stets dort ankommt, wo ihr sie gerade benötigt. Die Temperatur könnt ihr in den drei Stufen 650 Watt, 1350 Watt, 2000 Watt direkt am Gerät über einen Kippschalter einstellen. Mit einer Heizleistung von maximal 2000 Watt, die über gleich drei Quarzheizstangen erreicht wird, ist der Kesser Heizstrahler der stärkste in unserem Vergleich. Für euer Baby reicht die erste Heizstufe jedoch vollkommen aus. Zum komfortablen Ein- und Ausschalten nutzt ihr ein Zugband, so wie bei allen Heizstrahlern für Babys in unserem Test. Der eingebaute Kippschutz sorgt dafür, dass sich das Gerät in einer Gefahrensituation automatisch abschaltet. Von dem flexibel einsetzbaren Heizstrahler für Babys sind die meisten Eltern sehr angetan. Er macht sowohl an der Wand als auch als Standgerät eine gute Figur, heizt schnell und zuverlässig und wirkt hochwertig verarbeitet. Positiv hervorgehoben wird das lange Kabel, 190 cm. Das Zugband zum Ein- und Ausschalten neigt jedoch dazu, leicht abzureißen, weshalb es sehr vorsichtig behandelt werden sollte. Ein weiterer Heizstrahler zum Befestigen an der Wand stammt von Suntec. Die silberne Wärmelampe ist sowohl für den Einsatz im Bad als auch über dem Wickeltisch geeignet, besitzt einen Spritzwasserschutz nach Schutzklasse IP24 und bietet mit einer Leistung von maximal 1200 Watt eine komfortable Wärme. Laut Herstellerangaben erzeugt der Heizstrahler genügend Hitze, um einen Raum bis zu 19 Quadratmetern Größe zu beheizen. Bei Bedarf könnt ihr die Heizleistung auf der ersten von zwei Stufen auch um die Hälfte reduzieren, etwa falls euer Baby nicht so schnell friert oder ihr es bereits in einem beheizten Raum wickelt. Einmal montiert, könnt ihr das Wandgerät von Suntec zur perfekten Ausrichtung in eine von fünf Positionen schwenken. Eine Fernbedienung, wie sie etwa der Branson Wickeltischheizstrahler bietet, oder eine automatische Abschaltfunktion bietet das Gerät nicht. Der Heizstrahler von Suntec kommt bei vielen Eltern nicht so gut weg. Wer sich einmal durch die komplizierte Wandmontage gekämpft hat, freut sich entweder über die schnelle Wärme oder ist aufgrund unzureichender Produktionsqualität schnell ernüchtert. So berichten einige Eltern davon, dass das Zugband zum Einschalten einfach abreißt oder das Gerät nach einigen Wochen bereits den Geist aufgegeben hat. Insgesamt ein günstiger Wickeltischstrahler mit Licht und Schatten. Rea steht seit vielen Jahren für zuverlässige und vor allem sichere Produkte rund ums Baby. Neben dem Feelwell Wickeltischstrahler hat Rea mit dem EasyHeat noch einen weiteren beliebten Heizstrahler für Babys im Sortiment. Dieser zeichnet sich im Vergleich zur Feelwell-Reihe durch einen günstigeren Preis aus. Dafür ist er mit 500 Watt Leistung und nur einer Heizstufe aber auch der leistungsschwächste Babyheizstrahler im Vergleich. Er eignet sich daher vor allem dazu, euer Baby auf dem Wickeltisch vor dem Auskühlen zu bewahren. Für andere Anwendungsgebiete könnte er jedoch zu schwach ausfallen. In Sachen Sicherheit müsst ihr keine Abstriche hinnehmen. So sind alle Modelle von Rea nach Medizinstandard, IEC 601/2021, geprüft und sind GS-zertifiziert. Ob ihr den cleveren Standfuß mit herausnehmbaren Fußmodulen verwendet oder den Strahler an der Wand über eurem Wickeltisch befestigt, hängt ganz von euren Bedürfnissen ab. Solltet ihr keinen Standfuß benötigen, könnt ihr euch auch für das noch günstigere Modell ohne inkludierten Ständer entscheiden. Ansonsten sind beide Modelle der EasyHeat-Reihe baugleich. Sie besitzen einen bis zu 50 Grad neigbaren Heizkopf, ein 185 cm langes Kabel, haben eine Abschaltautomatik sowie einen Kippschutz. Mit der Wärmeleistung und dem Preis-Leistungs-Verhältnis des Heizstrahlers sind die meisten Eltern sehr zufrieden. Jedoch könnte der Ständer vor allem auf der maximalen Höhe von 185 cm stabiler ausfallen. Hier wackelt der Heizstrahler laut einigen Eltern gerade beim Einschalten über die Zugschnur etwas zu sehr. Die optionale Abschaltautomatik nach 10 Minuten heben viele KäuferInnen positiv hervor.
Auch der etablierte Haushaltsgeräteriese AEG hat einen Infrarotstrahler für den Wickeltisch in seinem Portfolio. Mit dem AEG IWQ60 erhaltet ihr ein schlichtes und kompaktes Modell mit 600 Watt zur Montage an der Wand. Mit einer Breite von nur 11 cm ist das Gerät der schmalste Heizstrahler für Babys in unserem Vergleich. Zur optimalen Ausrichtung könnt ihr das Gehäuse stufenlos um bis zu 40 Grad neigen. Ein- und aus schaltet ihr den AEG IWQ60 über eine weiße Zugschnur, die in zwei verschiedenen Positionen montierbar ist. Auf zusätzliche Funktionen müsst ihr jedoch verzichten. Für eine hohe Sicherheit ist die Quarzheizröhre mit einem sehr engmaschigen Schutzgitter ummantelt, was euch und euer Baby im Ernstfall vor Splittern schützt. An dem AEG-Heizstrahler scheiden sich die Geister. So empfinden viele Käufer innen die Wandmontage als zu umständlich, da der Heizstrahler dafür aufgeschraubt werden muss. Hängt das Gerät aber erstmal, liefert es schnell eine angenehme Wärme. Allerdings könnte der Schwenkbereich etwas größer ausfallen. Sowohl für den Einsatz über dem Wickeltisch als auch im Bad oder auf der Terrasse geeignet ist der Heizstrahler von Tretgard. Er lässt sich in drei Stufen zwischen 650 Watt und 2000 Watt erhitzen, ist spritzwassergeschützt und verfügt genau wie das Modell von Branson über eine praktische Fernbedienung, mit der ihr das Gerät ein- und ausschalten sowie die Heizstärke einstellen könnt. Allerdings ist beim Infrarotstrahler von Tretgard kein Standfuß enthalten und somit kann er ausschließlich an eine Wand geschraubt werden. Was den Neigungswinkel angeht, seid ihr im Vergleich zu anderen Geräten etwas eingeschränkt, dieser lässt sich hier nur um bis zu 20 Grad stufenlos einstellen. Das sagen Eltern, der Heizstrahler von Tretgard kann die Erwartungen vieler Eltern nicht vollends erfüllen. So benötigt er im Gegensatz zu anderen Geräten sehr lange, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Auch ist der Neigungswinkel des Heizkopfes sehr gering. Ist der Heizstrahler einmal warm, entwickelt er jedoch eine angenehme Wohlfühltemperatur. Halten Sie diese Liste für sinnvoll? Hinterlasse einen Kommentar für uns. Den Produktlink findet ihr in der Videobeschreibung. Denken Sie daran, den Kanal zu mögen und zu abonnieren, um über die neuesten Bewertungen auf dem Laufenden zu bleiben.